So. Das sollte passen. Ich würde sagen, wir gehen einfach ins Game rein und gucken einfach, was auf uns zukommt. Ne? Ich kann nur nichts dazu sagen. Von daher, auf los, geht's los. Moin, Mibio. Kleine Einführung in die Zeit. Sehr gut. Ach ja, ne, wenn das so aussieht. Es scheint Spielgrafik zu sein, ne? Okay. Ich will es ja auch nichts wegdrücken, ne? Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges verpassen oder so, ne? Also ich habe gehört, das Spiel soll sehr, sehr aufwendig sein, ne, von dem, was man alles mit seinem Charakter machen kann und. Bin jetzt erstmal gespannt, wie wir hier in das Game reingeführt werden. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Ah, sehr schön. Alles vertont, oder was? Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Schön gefeiert gestern. Blaublütiger Faulpelz. Nun, okay. Wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Jawohl. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Tja. Dream of Energy, Moinsen. Herzlich willkommen. Ihr könnt mir mal gleich schreiben, ob der Sound soweit in Ordnung ist. Ne? Ich konnte noch nichts austesten. Ich hab's erst runtergeladen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf. Dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Nice. Moment, was ist das? Soundpass? Hast du sehr dich schön. Wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Ja, ja. Die Mütter, ne? Ja, es war Strecken. Oh, was los, Alter? Hier, guckt euch das an. Ich hab mich schon mal vorbereitet. Mütze passt. Pulli passt, ne? Alles hat zugekriegt hier. Wie siehst du denn aus? Unerwarteter Besuch. Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben?
Mithilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebene Eigenschaft deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen weiterentwickelt werden. Ah, okay. Wir unterhielten uns in der Schenke, ich war beim Reigen. Ich war bei Bianca. Ich arbeitete in der Schmiede. Stärke. Wollen wir ein richtiger Hau drauf werden oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können ja alles andere weiterentwickeln, wurde mir ja gerade gesagt. Kann ich mit der Maus nichts auswählen? Mit den Pfeiltasten. Okay, wir werden jetzt hier. Ich arbeite in der Schmiede. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Neue Stufe erreicht. Das ist etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Ja, wir sind jetzt kein guter Tänzer. Von daher lassen wir es. Okay, Reigen, wissen wir Bescheid. Danke dir. Moinsen, Fisker, herzlich willkommen. Wieso sollte mich, sehe ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Redekunst? Ja, ich will Stärke wieder weitermachen. Und wenn schon. Ja, los, komm. Bianca, laber nicht. Wir brauchen keine Frauen. Wir wollen alles kaputt schlagen. Es kann kaum schaden, oder? Wenigstens weiß ich mich dann zu verteidigen. Jesus Maria, Heinrich. Du weißt, was dein Vater tun wird, wenn er es erfährt. Ach ja? Was will er denn tun? Ich tue nichts Unrechtes. Ich wollte es bloß versuchen. Setz deinen Dickkopf nur durch. Ich kann dich nicht davon abhalten. Also schlag dich selbst mit deinem Vater herum. Ich helfe dir nicht. Oh, Muttern. Okay. Waren meine Freunde hier? Ich habe Hunger. Okay, wir wissen aber, dass Frühstück auf dem Tisch steht. Ist Vater wütend auf mich? Brauchst du Hilfe? Komm, wir beschwichtigen unsere Mutter und fragen, ob sie Hilfe braucht. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Ja, guck mal. Fragen wir doch mal. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Schön auf Party. Ach, lass gut sein, Mutter. Du tust ihnen Unrecht. Sie sind keine Saufbolde. Ich will nicht drüber reden. Ach komm, wir verteidigen mal unsere Kumpels. Matthäus und Fritz sind keine Saufbolde. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Okay. Nenn mir ein Beispiel. Ach komm, wir schweigen. Wir müssen jetzt nicht wissen, was unsere Eltern früher getrieben haben. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Vater, wir sollen auf jeden Fall mit unserem Vater helfen. Können wir gleich selber herausfinden, ob er sauer ist. So, du bewegst dich mit WASD und kannst auch spurten. Okay, und springen. Oho. Und gehen. Na gut. Lässt sich mit der Welt interagieren. Du kannst mit Menschen sprechen, Dinge einsammeln. Okay, okay, okay. So, leckt es irgendwie bei euch? Ich gehe jetzt mal ein paar Schritte. Es verschwimmt ein bisschen. Es ist sehr, sehr schnell. Ich werde, glaube ich, mal die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Wo waren das? Spieleinstellungen? Nee. Erweiterte Einstellungen? Steuerung, Mausempfindlichkeit. Wir stellen die mal ein bisschen runter. Ein wenig. Ja, bei mir war es auch ein bisschen verschwommen. Wahrscheinlich, weil es einfach zu schnell ging. Also du siehst, man sieht richtig, wenn ich mich zu schnell drehe, so als ob ich es verschwimmert oder sowas. So, hier ist Käse. Aber so, wenn ich jetzt hier stehe. Alter, schwank ich noch, weil ich besoffen war? So, wir nehmen mal den Käse. Käse tut immer gut. So, diese Animation. Ich kann den Happen vertragen. Ja, wie mache ich das? Au, Interface. Okay. Man wird erstmal erschlagen. Okay, keine Ahnung. Waffen, Rüstung, Nahrung, Käse. Da ist Käse. Kann ich das jetzt essen? Ja. Achso, ich muss länger gedrückt halten. Okay. Gut.
Eine Rüstung haben wir noch gar nichts. Das sind alte Stiefel. Okay, haben wir irgendwie Werte? Spieler? Okay, haben wir hier 3 Stück dazu? Buffs? Nee. Aktuelle Stufe? Okay, und was ist das? Spezialisierungspunkte. Okay, das haben wir jetzt einfach mal dazu gekriegt, oder wie? Okay. Ich kann das aufklappen. Stärke. Bollwerk. Was wird uns hier angezeigt? Ich muss erstmal sowieso reinkommen, ne? Das wird jetzt erstmal sowieso Ewigkeiten wahrscheinlich dauern. Oder sind das Sachen, die wir freischalten? Infos, Q. Gegnerische Angriffe zu blocken kostet dich 30% weniger Ausdauer. Leichen oder Bewusstlose zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Gut, das ist aber auch nice. Okay. Das sind sozusagen die Unterpunkte, die man alles so freischalten kann. Heftig, Digga, heftig. Das wird, ich habe ja von Anfang an gesagt, das wird schon ein bisschen heftiger mit dem Ganzen, was wir jetzt hier machen können, mit dem ganzen Charakter und sowas. Aber ich glaube, wir werden dort auch richtig vernünftig eingeführt in diese ganze Situation, ne? Ereignisse, okay. Und wenn wir draufgehen, gehen die auch die Sternchen weg. Dann das heißt dann, hier gibt es nichts Neues. Kann man auch so runtergehen? Dann können wir das mal wegmachen. Oder ist das zu viel? Gott, okay. Das wird einiges an Zeit dauern, bis man sich hier mal durchliest. Aber das kann ich ja dann so mal off-cam machen oder so. Wie wir das Ganze, das ganze Game bei uns, bei mir jetzt zu sehen gibt, ob wir das im Stream machen oder nicht, weiß ich noch nicht. Ob ich das auf YouTube nochmal weitermache oder so. Ich wollte es jetzt erstmal antesten, ne? So, komme ich jetzt nicht an diesen Apfel ran. Ich kann auch nicht hochspringen. Das ist doch jetzt. Aha. Oh Gott. Ich will diesen Geldbeutel. Den kriege ich nicht. Okay. So, wir können uns auch ducken. Können wir hier einiges einsammeln. Aus dem Topf essen. Joa. Wie jetzt? Ich möchte aus diesem Topf essen. Ah, das sehen wir nicht. Okay. Schön. Linseneintopf hier, ne? Oder Chili con Carne. Oder die Ratte von nebenan. Man weiß es nicht. Wir müssen mal gucken, ne? Es ist einfach nur aus dem Topf essen. So. Okay, wir gehen mal raus. Beziehungsweise wir gucken nochmal, ob wir hier was Tolles finden. Tür öffnen. Okay. Oh, das Lager hier von uns, ne? Brot. Nehmen wir Brot mit. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen anscheinend mehr Essen. Ne? Ich esse so schon gerne. Dann kann man auch jetzt hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. Ne? Für unterwegs. Können wir hier was öffnen? Schloss knacken. Leicht. Nein, du... Ah, ich habe keinen Dietriche. Okay, das finde ich cool. Nice. Wir können... also Schlösser knacken. Sehr, sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. Gut, gehen wir mal in die Spielwelt. Hallo. Oh, schön. Okay, da ist Vater in seiner Schmiede. Hier ist nochmal ein Topf. Also, Mutti, du kochst aber ordentlich, ne? Essen wir nochmal ein Stückchen, ne? Das Spiel laggt ja stark. Wert auf eine Real-Welt. So ganz ohne Magie und Fantasy. Ja. Ach so, legt ja. Ach man, stark Wert auf eine Real-Welt. So ganz ohne Magie und Fantasy. Ja, genau. Du hast halt Pfeil und Bogen, ne? Und ein Schwert und ein Schild oder so. Das war's. Also, das habe ich schon mitgekriegt. Sorry, dass ich da jetzt aufs Laggen gekommen bin. Weil ich hatte noch Angst, dass das bei euch richtig hart laggt. Aber es geht schon so, ne? Ich habe ein Schleif. Also, bei euch sieht. Also, bei mir bei OBS sieht das genauso aus wie bei mir jetzt im Game. Wenn ich mich schnell bewege oder sowas, dann ist das ein bisschen verschwommener und so. Sorry, dass ich da jetzt auf Lag gekommen bin. Ja. Ist ja gut. Ne? Bin jetzt hier nicht der Leser-Hiopai, der hier Bücher vorliest oder so. Also das müsst ihr mir verzeihen. So, Vater, sei immer nicht so laut, ich habe noch einen Kater. Kann ich dir nicht ansprechen? Doch, da unten reden. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Oha.
Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Und das ist jetzt die einzelnen Sachen. Okay, das wird uns alles erklärt. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fähigkeiten von Heinrich einbringen. Zum Beispiel die Fähigkeit Reiten. Auch das ist ja nett. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoptionen. Manchmal reicht es nicht einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Nein! So, was haben wir hier? Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Ach, das ist die Wertung. Okay. Die Höhe deines Rufs bei. Mhm. Heinrich Wächter zum Beispiel. Okay. Krass. Kannst nicht Bewegungsunschärfe in den Optionen abschalten? Oder willst die drin haben? Keine Ahnung. Wenn ich das ausstellen kann, dann können wir das gleich mal machen. Wie gesagt, ich muss jetzt mal kurz gucken. So, ich habe jetzt hier 1, 7 und 4. Jetzt müssen wir erstmal lesen. Ich musste etwas erledigen. Er weiß, dass wir geschlafen haben. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Ich lasse mir nichts befehlen. Nee, das machen wir jetzt bestimmt nicht beim Fallern. Sondern wir nehmen einfach jetzt das Krönchen mit Herz und so, ne? Verzeih, zum Valentinstag. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Okay. Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Gunesh schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Okay. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Gunesh? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Das glaube ich auch. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Vater, Alter. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Moin Ben, Digga. Herzlich willkommen. So, jetzt wollten wir kurz gucken bei den Einstellungen, hast du gesagt. Was ist Bewegungsunschärfe? Ist das Grafikeinstellung? Also hier kann ich erstmal nichts mehr einstellen. Erweiterte Grafikeinstellungen, Spieleffekte, Mittel. Ich habe erstmal alles auf Mittel. Ich suche das jetzt mal, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das finde, Digga. Mit Bio, wenn du mir das sagen könntest, wenn du das weißt. Vegetationsdistanz, Distanz-Detailgrad. Okay. Sound einstellen, Steuerung einstellen, Spieleinstellung vielleicht. Textsprache Deutsch, Untertitel, ja. Motion Blur dürfte das sein, okay. Wo waren das jetzt hier nochmal? Hier unten, ne? Objekt aus. Machen wir doch mal aus. Änderung speichern. So, gehen wir mal ins Spiel rein. Ja, es geht, ne? Es verschwimmt dann trotzdem noch. Weiß ich nicht, ob es jetzt das war. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Nein, geh doch nicht weg. So, aber gut. Codex Questlog. So. Begib dich zum Schwertkampftraining. Hä? Okay. Kauf einen Sack Kohle. Gut, das müssen wir machen. Treibe Kunisch Schulden ein. So, jetzt müssen wir C. C. Sehe ich das jetzt auf der Karte? C. Kann ich das markieren? Irgendwie? Marker setzen. Sehr schön, dann setzen wir den Mark und holen uns jetzt erstmal
Aber guckt euch das, guckt euch mal, wie geil das eigentlich aus... Wow. Okay. Scheint doch ein bisschen größer zu sein. Okay, wir holen erstmal das Geld und dann holen wir uns die Pike, oder? Oder holen wir uns erst die Pike? Wir holen uns erst die Pike. Was soll der Geiz, ne? So, dann haben wir das auf dem Weg. Verstehst du? Ja, und dann können wir das alles nach und nach abarbeiten. So, und das wird uns dann da oben angezeigt. Okay, wir können laufen. Doch, war das Richtige, ist ja der englische Begriff für Bewegungsunschärfe. Okay, nice. Sehr schön. Motion Blur. Gut. Gucken wir mal. Wir haben sonst nichts da unten. Ah, hier unten haben wir Ausdauer. Okay, die geht weg, wenn umso länger wir laufen. Und das Rote sind dann wahrscheinlich unsere Leben. Unsere Lebensanzeige. Okay. So. Darf ich einfach so eintreten? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Was zum Teufel? Nee, darf ich nicht. Dann rede ich mit dir. Du hast mehr coolere Sachen an. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Sehr schön. Da haben wir's doch, das war ja einfach. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Auf jeden, ey. Geht das Bier vielleicht sogar auf mich? So, ist ja auch alles weitestgehend den realen Gebieten nachempfunden. Auf Reddit hat mal eine reale Luftaufnahmen der Orte zum Vergleich gepostet. Ja, das, also ich habe... Wusste ich jetzt nicht, dass er es gepostet hat, aber ich habe hab gehört, dass sie so real bleiben wollten, wie es nur geht. Und haben... Oh, es ist jetzt nicht mehr wie bei WoW. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen mit der Karte. So, erstmal das X jetzt da unten hinsetzen und dann hier durchgehen. Also die Orte, die Rüstung, die Gebäude und auch diese Arbeiten hier und welche Berufe es gibt und sowas, da wollten sie sich echt an den am Realen orientieren. Alle Informationen über die Quest findest du im Questlog J. Okay. Für zusätzliche Übersichtlichkeit werden sie auch auf der Karte angezeigt. Genau, das haben wir ja schon gesehen. So, wir gehen jetzt erstmal und holen unser Geld, um Kohle zu holen, ne? So müssen wir hier rein. Ist das das Gebäude? Wir müssen ein bisschen durch. Mal gucken. Wir müssen erstmal gucken, wie wir hier alles mit allem klarkommen, ne? Sitzt der hier draußen? Bist du das? Kunesch, da ist er doch. Gott sei mit dir, Kunesch. Geile Mütze, Digga. Ja, Mann, ne? Fette Sache, oder? So, Vater schickt mich wegen der Schulden. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Was? Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Alter! Zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Vater wird dir einen Besuch abstatten? Nee. Schulden gehören beglichen. Zahle, du Saufbold. Okay, wir werden erstmal das zweite nehmen. Bevor wir uns in irgendeine Mömerei da reinlabern. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Ja, genau, beschwichtigen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Oh, der wird du sauer. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Oh, der wird aber sauer. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn. Misserfolgt. Alter! Kannst du schwagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Ich glaube, wir müssen uns boxen, Leute. Was? Okay. Angriffsrichtung mit linker Maustaste, rechter Maustaste. Und, okay, okay. Wir müssen mit der Maus lang gehen. Linke Maustaste Schlag. Zum Beispiel auch mit Waffen.
stärkerer, langsamer Angriff mit einer Waffe, Haken, okay, stich, stich, stich. Wir testen es einfach mal aus. Genau, hier wird Gesundheit angezeigt. Der Gegner, die gegnerische Gesundheit ist links neben dem Balken von uns. Deine Verletzungen werden, aha, okay. Na gut, wir hauen mal rein, ne? Und moinsen alle, die noch dazugekommen sind. Deine Twitter-YouTube-Anzeige haben verdeckt, beziehungsweise den Kompass. Vielleicht kannst du ein Stück... Das können wir machen. Ich weiß nicht, ob ich hier lockerflockig hier rauskomme, ohne dass hier wieder was crasht. Es tut mir leid, wenn jetzt alles kaputt gehen sollte. Aber wir müssen es ja eh mal austesten, ne? Komme ich jetzt hier einfach raus? Warte mal. So, jetzt brauche ich die Maus. Genau, okay. Wir können das ja mal nach rechts oben hinpacken, ne? So. Ich hoffe, das passt. Wir gehen wieder ins Spiel. Okay. Oh, wir müssen auch dann mal selber speichern anscheinend. Oh, das ist man ja gar nicht mehr gewöhnt von den ganzen Online-Games. So, wir gehen los. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ey, wir kriegen das in Zeitlupe, wenn wir schlagen. Alter, hör mal auf. Er geht zurück. Kurva. Verdammte Scheiße. Ich krieg den nicht. Alter. Der tut mir weh. Wie kann ich denn das alles machen hier? Ey, wir verlieren hier. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wir müssen kurz mal warten. Wie kann ich denn blocken? Wir kriegen nicht einen Schlag dazu, Alter. Scheiße. Wartet mal. Ich gehe mal kurz in die Steuerungsnummer nochmal angucken. Bewegung, Kampf. Primärer Angriff mit linker Maustaste. Sekundärer Angriff. Angriffe abbrechen. Blocken ist mit Q. Okay, blocken ist mit Q. Wieso konnte ich den nicht blocken? Komm noch ein. Ja! Jetzt haben wir ihn. Nein, wieso kann ich das nicht machen? Ja, ich weiß jetzt, wie ich trete. Okay. Es ist alles ein bisschen... also nicht so, wie man es halt kennt vom Fighten. Alter, der tut mir weh. Der ist ja besserer Kämpfer als ich. Ich dachte, der trinkt. Jetzt noch mal. Nein. Okay, wir blocken die jetzt. Nein. Oh, was macht der? Mann. Jetzt. Komm, hier noch mal ein. Alter, der hat Blut im Gesicht, Alter. Geil. Obwohl wir mehr abgekriegt haben. Okay, wir müssen mal irgendwo... Alter, der hat voll die Moves drauf. Kratzen, kneifen, ja, ich versuch's. Und Brennnessel mache ich auch noch. Alter, komm mal ran hier auf den Meter. Nein. Alter. Ich krieg den nicht down. WTF, Mann. Holy shit. Kann ich überhaupt gegen den gewinnen? So, wir müssen noch mal gucken, Alter. Steuerung. Was haben wir? Ich möchte auch mal so greifen und sowas. Nahkampfwaffe ziehen? Nee, haben wir ja nicht. Gegner. Spezialangriffe ist F. Okay, das haben wir. Junge, Junge, Junge. Oh, Bolias. Mein Junge. Feinste Prügelei mit dem Bauern. Ja, muss ja auch sein, ne? Okay, keine Ahnung. Wir müssen mit dem erstmal Hand haben. Alter, der hat voll die coolen Moves. Jetzt hier, ich will auch treten. Oh. Geschieht dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Nein. Ich will das nochmal machen. Wie kriege ich Leben dazu? Ein Apfel. Haben wir jetzt Leben dazu gekriegt? Aha, okay, jetzt kriegen wir nach und nach ein bisschen Leben dazu. Das war mir zu blöd. Ich will das nochmal machen. Ich will den kaputt hauen. Ich will eine Waffe haben, Alter. Nahrung. Wir haben hier noch Brot. Das essen wir jetzt schnell.
Können wir auch schlafen irgendwie oder sowas? Ich habe halt keine Ahnung von bisher. Q-Info-Tab durchschalten, Tab-Tasten, Zeit überspringen. Trödel nicht. Du darfst keine Zeit verlieren. Nice, dankeschön. Ich darf nicht mal die Zeit ein bisschen verjucken, Alter. Schüpp dir die Hühner wie Handpuppen über und pick ihn nieder, Alter. Nein, Mann. Wie kommst du immer auf so eine kranke Kacke? Das eine Mal hat dir nicht gereicht, wie? Nein, hat's mir nicht. Aber du schuldest Vater noch. Ich bin halt ein Dickkopf. Bei mir okay. Kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten? Nix da. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Oh, ich darf nicht mehr? Ich darf nicht mehr. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu Vatern. Dann müssen wir jetzt petzen, ne? Vatern war da. Da setzen wir auch unser X hin. Und gehen noch mal gucken, ne? Wir haben ja jetzt zwei Informationen. Einmal diese Gravur, die wir brauchen fürs Schwert, die Hammer. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht hier... Wir sind ja Schmied. Wieso haben wir keine Waffe, Mann? Wieso kann ich nicht diesen Vorschlaghammer mitnehmen? Vatern! Gib mir diesen Vorschlaghammer. So. Die Sachen, die du wolltest. Was hast du in Gutenberg gemacht? Nein, das wollen wir nicht wissen. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Nee. Noch nicht. Ich muss los und ein Schwert üben. Ich hatte Schlägerei. Oh, hier. Als ich Kunesch um Geld fragte, fing er eine Prügelei an. Dieser Bastard. Aber du siehst in Ordnung aus. Hast du es ihm gezeigt? Mir nee. Geht's gut, aber Geld hat er mir nicht gegeben. Ach, das spielt keine Rolle. Ich sehe gut aus. Mein ganzer Pulli ist voll mit Blut, Alter. Jetzt habe ich dafür keine Zeit. Ich kümmere mich um ihn. Aber ich brauche Geld. Warte mal, wir fragen mal, ob wir noch... Aber ohne Kuneschs Geld kann ich die Sachen nicht kaufen, die du wolltest. Hier ist Geld für die Holzkohle und das Bier. Ich hole es mir heute Abend von dem Bastard zurück. Oh, Ben. Was bin ich froh, dass meine Madame genauso auf Valentinstag scheißt wie ich. Ja, meine Freundin hat mir auch heute gesagt, heute ist Valentinstag, nachdem wir mit dem Auto in die Stadt gefahren sind und sie das in den Nachrichten gehört hat. Aber ich habe hier trotzdem noch was geholt. So, wir können. Was haben wir denn hier? Kauf einen Sack Kohle auf dem Markt, das machen wir. Was ist B? B ist das gleiche wie A, oder was? Okay. Kaufe Bier. A, B und E. Okay, wo haben wir C? Also die haben wir beendet und das wird nicht aufgesetzt wieder. Okay, Reihenfolge, scheiß drauf, ne? Kriegen wir die Leben jetzt irgendwann wieder oder so? Irgendwie ist auch mein Brustkorb kaputt. Leckt das eigentlich noch? Oder geht es? Ich hoffe, es geht noch. Bier! Ja, Mann. Wir können Bier kaufen. Ach, shit, ich wollte doch hier markieren. Das müsste jetzt genau neben uns sein. Bist du hier ein Sack voll Kohle? Das sieht doch gut aus, oder? Stehlen? Nee, wir wollen nichts stehlen. Nicht bei uns zu Hause und nicht in der Öffentlichkeit jetzt. Lasst uns handeln, mein guter Mann. Holzkohle. In den Warenkorb. Ist ja wie bei eBay. Wie viel müssen wir denn mitnehmen? Ein Sack. Ich will eigentlich einen Sack und nicht eine Holzkohle. Wir kaufen jetzt erstmal eins. So. Du hast einen Gegenstand in deinem Warenkorb. Willst du den Laden wirklich verlassen? Nee, ich möchte jetzt meinen verkaufen und kaufen. Handel abschließen. Ah, okay. Falschen. Kann ich falschen? Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Okay. Kannst du dann kaufen, verkaufen, falschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest mit W oder S und bestätige mit E. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot, lehnt A ab, unterbreitet er dir ein Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Okay. Okay, gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. So, das ist der Preis. Ich gehe mal so. 0,4, Digga. Oder wollen wir... Ne, 0,3. Ne, machen wir 0,4. Angebot unterbreiten. Wie wär's damit? Ein schlechtes Angebot.
Macht er jetzt ein Angebot? Ey, 0,5 hatten wir. Ich war bei 0,4. 0,3. Dann vergiss es. Was? Oh. Ich dachte, er macht ein Gegenangebot. Das stand da auf jeden Fall. Na gut. Hier mal ein typischer Witz aus dem Mittelalter. Sagt eine Wand zur anderen, komm, wir treffen uns an der Ecke. Alter, 400. Mann, Digga. So, wir nehmen das in den Warenkorb auf, gehen in den Warenkorb und Handel abschließen. So, das ist jetzt 0,5, ne? Das ist das, was wir so oder so hätten abbezahlen müssen. Okay, wir haben jetzt einen Sack. Ah, kauf einen Sack Kohle auf. 10 Stück brauche ich. Okay, dann brauchen wir jetzt noch 9. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt haben wir's. So, in den Warenkorb. Wie kann ich das... Oh Gott. 9 Stück brauche ich noch. Annehmen. Handel abschließen. Okay. So. Dann brauchen wir... Was ist das hier? Ihr gebt euch zum Schwertkampftraining. Das können wir dann noch machen. Kauf Bier. Bier. Wir brauchen Bier. So. E. Dort müssen wir hin. Du hast entdeckt Schneider. Mr. Schneider? Wir haben Schneider entdeckt. Okay, wie kommen wir denn da hin jetzt? Lol, wir sind wahrscheinlich falsch rumgelaufen oder so. Ich sehe schon kommen, dass wir es überhaupt nicht hinkriegen bei den ganzen Kämpfen und immer hart verlieren werden. Können wir auch speichern? Wie ist denn das jetzt hier? Nee, wir können... Du benötigst... Was? Retterschnaps? Lol, wir können nur speichern, wenn wir besoffen sind oder was? Geil! Oh... Er musste den König entführen. Musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist sein feindlich gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Jawohl, das sind unsere Kumpels. Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Oh Gott. Österreicher. Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Herr Deutsch. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich... Ich bin voller Blut, Mann. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen. Die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Leute. Kumpel, bist du dabei?
Scheiße, was machen wir? Wollen wir mit Pupu schmeißen? Dürfen wir uns das noch aussuchen? Okay, wir können es gleich aussuchen. Okay, gut, gut, gut. So, Ben, aber das Schöne ist doch, Bolias, dass du nicht immer kämpfen musst. Kannst auch elegant wie eine Gazelle rumschleichen etc. oder mit Gabeln werfen. Ich glaube, dann nehme ich lieber die Gabeln. Da habe ich schon Übung drin, ne? Rumschleichen, rumschleichen ist nicht so meins. Wirf die Kacker. Okay, wir werfen die Kacker. Gut, alles klar. Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir wir müssen ja mit unseren Kumpels Kacker werfen. So. Wo muss ich denn hin? Neuer Codex. Laufen wir hinter denen einfach mal her. Mal gucken, ob wir richtig sind. Tüdelü. Meine Kumpels, ne? Haben nur Schabernack im Kopf, ey. Junge, Junge, Junge. So. Begib dich mit deinen Freunden zum Haus des Deutschen. Die Deutschen. So, hallo. Ich höre, das ist doch der Kudung. Wir sollen den Angriffsplan durchgehen. WTF, Mann. Mit wem darf ich denn jetzt reden hier? Mit Fritz oder was? Den Sie Angriffsplan. Das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ich glaube, das ist unser Dummi, Alter. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Oh. Genau. Wir sind der Schlaue, Leute. Nice. So, ich denke mal, das ist die Frau. Hallo, Frau. Ja, ich mach's mir auch immer gemütlich neben einem Haufen Hühnerdung. Das macht immer Spaß. So, Gattin des Deutschen. Was willst du, Junge? Hallo? Dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Aber sie weiß Bescheid. Erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. So. Haben wir den Gatten weg. Haben wir den Gatten. Okay. Damals gab es sowas nicht. Müssen wir jetzt noch den Sohn weghauen? Oder ist das soweit alles okay? Ich sehe die Quest leider nicht. Ich gehe mal hin und sag Bescheid, dass die Frau weg ist. Okay. Geh und räche dich an den Deutschen. Immer diese Deutschen. Nehme ich... Wieso nehme ich denn auch den ersten Haufen? Hört ihr das Geräusch? Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribock ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter in Frage zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Okay. Alles klar. Kacke schmeißen macht Spaß. Deutschlinge, ihr Bastarde! Oh, 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 oh. Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun. Oh nein, wir müssen uns schlagen, oder? Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Ich kann mich doch nicht wieder prügeln. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Oh shit, Mann. Arschloch! Das wirst du mir büßen! Oh nein, wir müssen uns prügeln. Ah, die Mucke, Alter. Geil. Okay, okay. Nein, nein, geh weg. Nein. Der hat gesessen. Ja. Oh, come on, Alter. Hier, kriegst du noch mal einen Tritt in die Eier. Ja. Zu zweit auf einen. Das ist sehr, sehr fies. Aber der ist K.O. gegangen. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Hier, wir. Okay. Es läuft, läuft, läuft. Okay, wir haben keine Ausdauer. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen zurückhalten. Der Bitte ist auf dem Weg.
Flieh vor... okay, wir fliehen, wir fliehen, wir fliehen. Wo muss ich denn hin? Flieht ihr alle? Oh, da lang. Oh, shit. Das war ein gescheiter Schlag in den Nacken. Ja, ja. Okay, haben wir getätigt. So, sind wir geflohen? Bin ich frei? Wo sind meine Kumpels? Das sollte wenigstens angezeigt werden, wo meine Kumpels jetzt noch hingelaufen sind. Manchmal musst du rasch zu einem bestimmten Wegespunkt. Okay. Karte mit M. Das ist unser... Das ist unser Punkt, oder was? Genau. Muss ich jetzt hier raus? Kann ich gar nicht. Lol. Schnellreis. Ach so, okay. Kann ich da jetzt einfach hin? Zoom. Okay. Na gut. Aber ich glaube, wir sind jetzt in Sicherheit. Oh oh. Oh oh. Der läuft auf mich zu. Aufgabe abgeschlossen. Oh Gott sei Dank. Huh. Digga. Zum Glück hat er keine Ausdauer, der Gute. Manchmal helfen Schellen. So sieht's aus. Prügel dich mit der Wache. Einfach alles boxen, was allem in den Weg läuft. Ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich will wenigstens mal eine Rüstung. Ich glaube mich doch nicht mit jemandem, der eine Rüstung hat. Ich will mich ja kloppen. Ich will alles kaputt hauen, ne? Aber ich will auch die vernünftige Ausrüstung dazu haben. So, ich hoffe, mein Vater hat nichts mitgekriegt. Wir werden jetzt erst... Was ist das hier? Treffe dich mit den Jungs beim Kunisch. Okay. Das ist doch der... der meinem Vater Geld schuldet. Na gut, oh, guck mal, die Kackeflecken sind noch dran. Okay. Sehr schön. Sehr cool gemacht. Ja, mit dir auch, meine Dame. Werden mir die Namen angezeigt, wenn ich die ein bisschen anvisiere? Nee. Okay. Na gut. Gewalt ist keine Lösung, aber ein gutes Argument. Ah, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Dann, bevor wir jetzt Bier holen... Gehen wir erstmal zu meinen Jungs, ne? Die Jungs, wir müssen ja bestimmt quatschen und darüber saufen. Ich muss da einen Mark hinsetzen, sonst kriege ich das nicht geschissen. Ich kenne mich hier noch überhaupt nicht aus. Aber okay, finde ich cool bisher. Nur, dass ich mich jetzt hier mit diesem ollen Kutschner treffen muss. Ach, nur einfach dahinter, okay. Passiert was oder muss ich euch ansprechen? Nee, okay. Er ist weg. Blöder Deutschling. Das war knapp. Ha! Fast wäre ich wegen diesem deutschen Pisser gefasst worden. Hier ein Tipp, wie du am besten Geld eintreibst. Erzähl einfach, wie nennt man ein Klo für Egoisten? Ein iPod. Danke, das werden wir austesten. Mal gucken. Du siehst die Quest aber auch im Kompass. Ja, nur ich habe keine Ahnung, wie die Wege sind. So, ist das jetzt alles oder muss ich jetzt doch mit euch reden? Dann quatschen wir erstmal mit denen. Ist doch alles so ungewohnt, Deutschen, ne? Haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Pff, der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Ja, ja. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jetzt könnt ihr mir einen Gefallen tun. Ja, Alter, wir kloppen mal den Kutschner. So, den Deutschen haben wir es gezeigt. Jetzt ist der Nächste dran. Noch eine Abreibung? Ha! Bin dabei. Kuhne schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es aus ihm rausschütteln. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Nice, geil, Alter. Top, Alter. Super. Was ist denn? Also wir mussten einfach verlieren. Schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büffel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Okay. Massenschlägerei. Jetzt gibt's auch... Oh, er ist gut, ne? Oh.
Aber er verpasst mir natürlich wieder einen. Alter, der ist gut, Mann. Aber ich bin besser geworden. Nice. Genug, genug. Ich gebe aus. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Coole Schlüssel. Wir dürfen jetzt einfach in seine Wohnung, Alter. Geil, Digga. Dankeschön. So, was können wir denn hier nehmen? Alter, der hat einfach gar nichts. Toll. WTF? Hat er sein Kind hier eingesperrt? Oh Mann. So, nein, das ist irgendeine scheiß Ziege, ne? Oder seine Hühner packt er da rein, dann können sie futtern. Ist ja logisch. Aber sieht halt krank aus. So, setzen? Nein, ich will mich nicht setzen. Ein Teelicht? Da! Aufschließen. Nee, Schlossknacken, aufschließen. Den Hammer, alles nehmen. Kuhne Schnägel, okay. Wir nehmen jetzt alles. Das ist kein Problem, ne? Wir dürfen ja. Essen? Essen? Komm, wir essen nochmal was. Ah, Mist, verdammt. Ich komme noch nicht ganz klar. Es tut mir leid. Ja, wir müssen einfach alles und jeden umboxen. Das ist halt so. Das war so im Mittelalter. Die haben sie halt jeden Tag geschlagen. So, das war's? Ist das dein fucking Ernest? Was soll ich damit? Mann. Okay, gut. So. Wir gehen jetzt Bier kaufen und dann zum Vater. So. Halt, warte mal. War das jetzt Schwerter? Ne, Bier kaufen im Wirtshaus. Genau. So. Bier ist wichtig, Leute. Ist das Bierhaus hier, ne? Hier, das Wirtshaus, das Bierhaus. Mann, Mann, Mann. Da ist sie. Ist das Bianca? Ja, wir haben die richtige getroffen. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Na? Du? Bier. Ha! Bier. Bier. Was sollte ein Dorflümmel auch sonst wollen? Was darf's denn sein, du Lump? Du Lump. Ah, die will doch, dass wir so mit ihr reden. Der Deutsche redet Bockmist. Bier für Vater an. Ja, komm, wir bleiben erstmal nochmal. Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Sauber. Kannst dich schon auf heute Abend freuen. Nice, Mann. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Ach, Leute. Heinrich, so muss man halt mit den Mädels reden, ne? Ich habe da etwas Spezielles für dich. Oh. Ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Das ist zum Speichern. Nice. Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Der Oberlump. Naja. Drei Retterschnaps, okay. Dann können wir jetzt einmal speichern. Wir gehen einmal raus. Und speichern das Ganze. Okay, Spiel gespeichert. Nice, Leute. Oh, wir sind so gut, Mann. Wir sind voll der Verführer und so. Oh, wir sind so cool. So. Grüß dich, Heinrich. Oh, grüß. Hallo. Ah, da ist man ja wie beflügelt, ey. Nice. Bier aufs Haus plus Frau dazu. So sieht's aus, Leute. Richtig, richtig gut. So, wir gehen jetzt zu Vatern. Alkohol entfaltet seine Wirkung allmählich und beschert dir Boni auf Redekunst, Vitalität, Charisma und Stärke. Wenn du es jedoch übertreibst, können die Folgenerscheinungen... Nein, ich war wieder zu langsam. Na toll. Ich hoffe, ihr konntet es lesen. So, Vatern. Die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit.
Hast du alles, worum ich dich bat? Noch nicht, doch ich muss los und mit... Was? Wieso noch nicht? Noch nicht. Ich arbeite daran. Und wie lange dauert das noch? Leg einen Zahn zu. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Willst du, dass ich vor Herrn Ratzig wie ein Tölpel dastehe? Soll ich jetzt die Sachen doch verkaufen? Ich bin bald zurück. Hä? Wir haben doch alles gemacht. Ja, Schwert kaufen? Okay. Schwertkampftraining? Okay, aber wir haben doch alles. Oder soll ich das jetzt hier verkaufen? Preis 4, Preis 2. Komm, wir verkaufen das jetzt mal. Mal gucken, ob wir dann die Quests abgeben können. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist halt das Schwerttraining. Aber das ist ja nicht die Quest von meinem Vater gewesen. Von daher dachte ich, wir müssen das jetzt nicht machen. Aber okay. So, mein Guter. Ich möchte gerne was verkaufen. Lasst uns handeln. Kann ich hier auch auf E drücken? Ja, super. Verkaufen. Einmal den Hammer, bitte. Wow, nur 1,5? Egal, wir verkaufen das jetzt einfach mal. Ist ja nur für Vatern. Handel abschließen. So. Also mit dem Schwerttraining können wir ja gleich mal machen. Kohle haben wir eben gekauft, ja. Wir haben 10 Stück gekauft. Alles okay. Den Schwertgriff haben wir auch am Anfang geholt. Alles. Den haben wir sogar schon abgegeben. Truhenschlüssel, Türschlüssel. Genau, die Truhe haben wir aufgemacht. Wir haben den Bierkrug. Wir haben die Holzkohle. Haben wir jetzt nur einmal Holzkohle? Nee, die Quest ist doch auch gar nicht mehr da. Mach mal M. Die Quest ist doch auch gar nicht mehr da. Nur noch die Schwertkampf-Quest haben wir übrig. Wir haben eigentlich alles erledigt. Wir gucken jetzt nochmal ins Questlog. Optional finde etwas bei Kunisch, das sich verkaufen lässt. Das haben wir auch getan. Ansonsten gehen wir da gleich nochmal hin. Wenn er jetzt sagt, nö, dann gehen wir nochmal zu Kunisch und gucken, ob wir vielleicht irgendwas vergessen haben. Die Sachen, die du wolltest? Wurde auch Zeit. Hast du alles? Ich hätte auch falschen können. Das letztes Mal hat es nicht geklappt so richtig. Wieso noch nicht? Noch nicht. Ich arbeite daran. Und wie lange dauert? Nein, Vater. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal schnell los. Und gucken, ob wir noch was haben. Also wir haben ja die Sachen schon verkauft. So. Dann gehen wir nochmal gucken. Vielleicht hat er hier draußen noch irgendwas. Die Axt. So. Finde etwas bei Kunisch, das sich verkaufen lässt. Jetzt haben wir ein Häkchen da drinne. Okay. Kann ich die Axt auch ausrüsten? Fallen lassen. Nee, kann ich nicht ausrüsten. Okay. Gut, dann verkaufen wir die jetzt. Und dann können wir ja nochmal handeln. Was Ben auch nochmal gesagt hat. Dann räum Kunisch einfach die Bude leer. Ja, wir waren ja drinnen, da war ja nichts. Ne? Der Gute der wollte ja nichts, ne? Uns geben. Und er hat auch nichts, außer in seiner Truhe halt. So, ich... Ach, haben wir es nicht ver... Achso, jetzt können wir das kaufen. Ne, verkaufen. Kunisch Axt. In den Warenkorb. Feilschen. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? So, ich möchte gerne... Achso, so gehen wir hoch. Wir möchten gerne 3,3. Testen wir es nochmal an. Dann halt nicht. Was? Wie dann halt nicht? Wir sind nicht sehr gut im Handeln, ne? Warenkorb? Ne, Entschuldigung. Verkaufen. Die Axt. Falschen. Ich möchte ja ein bisschen mehr als 2, ne? Reden wir über den Preis. Warum nicht? So. Jetzt ist es auf der Seite. Dann machen wir genau 3. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Was sagst du dazu? Schon besser. Ja. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Etwas weniger?
2,8, okay, dann gehen wir darauf ein, das ist genau in der Mitte. Mit der Summe kann ich leben. So, haben wir verkauft, regnet das gerade? So ein leichter Regen, ne? Sieht das hier auch aus wie Matsche, oder? So ein bisschen matschig hier alles. Cool. Okay, der Regen hätte ein bisschen stärker sein können. Aber vielleicht ist das durch die Qualität, die ich eingestellt habe, ein bisschen runtergegangen und so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich gucke jetzt nochmal schnell ins Questlog. Haben nichts mehr hier drin stehen, außer das Schwerkampftraining. Das heißt, wir können jetzt mit Vatern quatschen, oder? Genau, die Sachen, die du wolltest. Zeit. Hast du alles, warum ich dich bat? Noch nicht. Aber Schwerkampftraining ist nichts von meinem Vater. Verstehe ich nicht. Ich sage immer das. Genau genommen habe ich etwas vergessen. Gib mir einen Augenblick. Spute dich. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich habe alle Quests erledigt. Ich habe nichts weiter als wirklich den Schwertkampf. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Wir werden auch bald dann zu WoW wechseln, ne? Nur mal so als Info. Ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag heute das Spiel spielen. Wir werden auf jeden Fall noch zu WoW wechseln. So. Du bist das, ne? Wahrscheinlich. Hey, Pip. Willst du was lernen? Wanjek. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich verschwert. Wir werden ein paar Timewalks machen. Mal gucken, wie wir durchkommen. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar, Ben, geht auf jeden Fall. Klar. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Kann ich jetzt einfach hinter dir herlatschen? Nice, die Mucke, Alter. Ich will auch so eine Rüstung. Kann ich mich auch irgendwo waschen, Alter? Oder meine Kleidung waschen? Ich habe immer noch diesen Blutfleck von heute Morgen dran. Das ist voll ekelitsch. Kann ich auch vorlaufen, vielleicht? Hier wahrscheinlich, ne? So. Kampfplatz. Kann ich hier rüber? Oh, cool. Nice. So, kommt mein Yogi jetzt hier? Der hat auch die Ruhe weg, ne? Der hat auch die Ruhe weg, ey. Naja, hat ja nichts vor den Tag, ne? Mann, Mann, Mann. Nein, wir werden auf jeden Fall Timewalks machen. Gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Wir machen jetzt, nach anderthalb Stunden machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Und dann starten wir... Ach, bleibt er da stehen. Und dann machen wir WoW weiter. So. Na, kann's losgehen? Ja. 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 Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Bitte? Ich weiß doch nicht... Oh, guck mal, meine Leben gehen wieder zu hoch. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay. AD und Umschalt. Okay, schlägt dazu. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Guck mal, wie... Halbherzigkeit bringt hier nichts. Wie ich hier mit der Maus... Zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Meine Position verändere. So. Zuschlagen. Starker Schlag. Bam! Gut! Okay. Das
spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Stechen, zustechen. Okay. Jetzt. Haben wir ihn getroffen? Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Okay. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Ja, Mann. Zeig was her. Wenn du landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Links, rechts, okay. Genau. Und von. Also, es geht schon automatisch in die Richtung, wo ich hingeschlagen habe. So, Kombinationstraining, okay. Und da, wo der rote Pfeil ist, da schlage ich hin. Gut. Oder da kommt der Schlag her, okay. Das ist okay, das ist okay. Das genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht. Arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du okay. Musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Okay. Juti. So, und jetzt haben wir es auch wieder für Vatern. Okay, also wir mussten echt noch das Schwerttraining machen, obwohl der Vater das nicht gesagt hat oder das nicht wollte. Ja, am Anfang. Na gut. Okay. Na, so wächst man mit seinen Aufgaben. Oh, wir werden der beste Schwertkämpfer aller Zeiten. Vater, ich hab alles. Schlag mich nicht. Die Sachen, die du wolltest. Gut, jetzt aber. Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Ja. Cool. Ja. Bierstange und Bier. Wir können anfangen. Und Bier. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Hast du mit dem Bier eine Weltreise gemacht? Es ist so schal und warm wie Pferdepisse. Geh und hol ein neues. Was? Und das zahlst du selbst. Dummheit kostet. Ich war doch bei dir. WTF. Ich war doch bei dir, du Pflaume. Ich glaub's ja wohl nicht. Jetzt beschwert er sich. Ich raste aus. Dann gehen wir noch mal ein bisschen flirten, oder? Oh, nee, ey. Mann, das darf nicht wahr sein. Wir sind auf direkten Wege zu ihm hingelaufen. Er hatte doch seine Probleme. Okay. Das ist nicht sein Ernest. Wo ist sie, die Olle? Da bist du, Bianca. Was zur Hölle machst du da? Hier ist es schon. Okay. Bolias, der Oberlump, hat das Bier warm werden lassen. Ich wollte es doch nicht. Ja, wenn du den ganzen Tag mit rumrennst. Schön, dass du da bist. Hallo? Ich wollte es ihm doch schon geben. Du siehst aus wie ein dahergelaufener Wild. Ich wollte Bier für Vatern holen. Bin wieder da. Wie ich grinse. Was gibt's? Ich brauche noch ein Bier. Das andere war Vater nicht kalt genug. Soll ich es dir holen? Jawohl. Und ein Lächeln von dir. Wir sind so gut. Ha, wir können es einfach. Liegt daran, weil heute Valentinstag ist, ne? Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Jetzt gib doch nicht noch mehr Geld. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Gut, das kennen wir. So, erstmal Gespräch beenden. Wir müssen jetzt erstmal zu Vatern, Alter. Ich glaube, es hackt, ey. Ist ja nur seine Schuld. So, jetzt rennen wir aber auch, ne? Junge. Die Mucke ist cool. Hört ihr die? Ja, ne? Hast es bestimmt mit Absicht warm werden lassen, um nochmal zur Kneipe zu können. Du hast mich durchschaut. Leute, wir spielen jetzt hier schon eine Stunde und haben die ersten Quests erst fertig, ne? Wir haben nicht mal ansatzweise dieses Spiel gesehen. Das ist schon heftig. So. Wurde auch Zeit. Was mache ich denn dafür, Hampelmänner? Hast du alles, warum ich dich bat? So. Ja. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. So. Alles klar.
Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Oh Gott, muss ich das jetzt selber machen? Oder machen die das jetzt im Video? Ich hoffe doch, ne? Ich werde so hart verkacken sonst. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Ach, verdammt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Vater wieder, ne? Kluge Sprüche hier. Der Ofen ist soweit. Manches ist ja auch gut, wahr, ne? Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Hoffentlich machen wir nichts falsch, Alter. Dann mal los. Nicht, dass wir abrutschen. Oh Gott. Gut. Oh, oh, oh. Er hat schon ein bisschen Panik gerade. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Kann ich auch was selber machen, oder? Passiert jetzt irgendwie was? Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Pilgor. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Ach, Leute. Sehr gut. Jetzt setzen wir alles zusammen.
Fertig. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Okay. Lach nicht über mich. So, sonst kloppe ich alle nieder. Ne? Haben schon einige dran Zähne verloren hier. So, okay. Wir holen die Sachen. Truhe. Truhe war hier. Nägel. Ringelblumen. Verband. Oh, können wir das alles nehmen? Ich nehme mal alles. Ich hole, für das Vater nicht sauer ist, wenn ich mir einen eigenen Verband mitnehme und so. Das kann ja immer was Gutes für uns sein dann, ne? So, kann ich ihr die geben? Genau. Ich bin doch schon da, Vater. Der meckert auch immer wieder, ne? Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns doch. Vater im Hintergrund immer noch meckern. Ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Ich glaube, die steht auch noch auf mich. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Das ist er, ne? Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Oh, bitte mach keinen Scheiß, Digga. Oh. Wir können es noch nicht so wirklich. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Hatzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Das hört man natürlich als Junge nicht so gerne, wenn man weg will. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Ah, schön verbeugen. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre Sasau. Ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten.
Ich möchte mein Leben in Scarlet's beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Oh oh. Was ist hier los? Ein Bote. Okay, ich dachte schon. In Eile. Ist was passiert? Oh shit. Ist irgendwas? Nein! Ach, come on! War doch so schön hier. Holy shit, Leute! Was passiert jetzt, Alter? Alter, wie viele? Shit. Die alle sind hier. Nein. Das ist nur ein verkackter Ort, Alter. Und die kommen hier mit einer Riesenarmee an. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Holy shit, und das noch zum Ende, bevor wir überhaupt wechseln wollten. Ich will sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, verdammt. Du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Okay, aus der Truhe haben wir aber schon alles geholt. Oh shit. Lol, da ist immer noch was. Was ist das für eine Truhe? Ich finde es aber auch krass, dass man eigentlich eher alles erlebt, ohne es selber zu spielen, sondern alles in sozusagen einer kleinen Sequenz verpackt ist. Ist schon krass. Oh mein Gott. Schneller! Wir müssen das Tor schließen! Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch! Los, Leute! Kommt schon! Kommt schon! Uns läuft die Zeit davon! Heinrich, Gott sei Dank! Mach, dass du reinkommst! Wir müssen die Tore Bewegt schließen! Bewegt euch, Leute! Na los! Pass für mich darauf auf! Bist du wahnsinnig? Du Nein. kannst nicht zurückgehen! Was mache ich? Ah, oh, fordern geht ab, Alter. Shit. Fordern, pass auf, ey. Du ahnst es nicht. Üble Sache. Sei kein Narr, Heinrich! Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für sie tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Oh, Leute. Schnapp dir ein Pferd und reite nach Talberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Burgraben runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. Ja, ist ja gut. Holy shit, Alter. Sein Schwert. Oh mein Gott, was ist jetzt? Ach so, ich laufe. Okay. Dark. Oh, 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 oh. Wir müssen laufen. Auf der Flucht. Okay. Oh, 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 oh.
Habe ich jetzt ein Schwert wenigstens? Jawohl, Alter, ich habe ein Schwert ausgerüstet. Kann ich das auch wieder wegpacken? Okay, nice. So, wir werden auf jeden Fall jetzt noch flüchten und dann abspeichern. Und dann werden wir definitiv beim nächsten Mal mit weitermachen. Da ist ein Pferd. Kann ich hier auch so runter? Wartet mal. Da muss ich hin. Einmal kurz Pause machen. Das ist aber Reite nach Talberg. Okay, dann holen wir uns jetzt erstmal ein Pferd. Oh, was? Geht das noch weiter, wenn ich gerade Pause mache? Shit, Mann. Das ist nicht sein Ernest. Komme ich hier rüber? Ich komme hier nicht rüber, oder was? Was passiert hier gerade? Fuck, Mann. Ist nicht euer Ernst? Hallo? Ich sollte doch über die Mauer springen. Ja, bin tot. Ich sollte über die Mauer mir ein Pferd holen und da stand ein Pferd. Aber ich kam nicht über die Mauer. Okay. Wir versuchen es nochmal. So, ich laufe sofort los. Und anscheinend, wenn ich die Karte öffne, ist das Spiel nicht bleibt das Spiel nicht stehen. Okay. Hier ist kein Pferd. So, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Jetzt müssen wir erstmal normal gehen. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Ich will jetzt auch nicht zurückgucken. Wir laufen jetzt einfach hier geradeaus weiter. So, wieder voll. Sprinten. Mann, 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 Mann. Da sind auch Pferde. Okay, alles klar. Scheiße, da sind wir. Was ist das? Reiten. Jetzt ist aber pausiert, ne? Reiten via SD, Feststelltaste der Tab. Trab mit einem Pferd. W und umschalten. Der Kanter kombiniert individuell. Okay. Gut. Ja, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss jetzt erstmal irgendwie hinkriegen, auf das Pferd raufzukommen. So. Komme ich hier drauf? X, aufsitzen. X, 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 X. Okay. Oh Gott. Alter. So, schnell hier weg, ey. Schnell hier weg. Jetzt habe ich das gar nicht lesen können, Mann. Sind wir einmal gestorben? Verdammt. Okay, sind überall noch Pferde. Das hieß, wir hätten jetzt einfach auch weiterlaufen können, wenn das jetzt auch nicht so geklappt hätte. Okay. Wir sind raus. Aber überall sind die, ey. Oh, shit. Nein. Heftig inszeniert hier alles, ne? Richtig krass. Richtig, richtig krass. So. Eine Blutung. Die Wunde muss verbunden werden, was Heinrich aber noch nicht erlernt hat. Du musst schnell jemanden finden, der dir helfen kann. Lol, danke. Okay. So, jetzt haben wir aber einen Sprint drauf. Boah, wie alt. Das komplette Gebiet, nicht nur das kleine, der kleine Ort oder so, sondern einfach dieses Riesengebiet wird einfach überrannt. Krass. Aua! Links. Talberg liegt links, entlang des Baches. Ja, 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 ja. Darüber. Okay. Nein! Uns hat ein Busch aufgehalten. Ja, ist man nicht so gewohnt sonst immer, ne? Verdammt, Mann. Ich bin immer noch im Fight. Das heißt, hier sind immer noch Leute. Da rennt einer. Lauf, Kleiner, lauf. Der hat eine coole Mütze aufgehabt. Ich kann mich jetzt auch nicht umgucken, wenn die da. Ach Gott. Ich drehe mich dann halt komplett, ne? Krass, Mann. Die verfolgen mich immer noch. Und ich blute. Und meine Leben gehen immer noch runter. Lauft! Jetzt lauft! Oh, cool! Die reagieren sogar.
Nein, bleib ruhig, Pferdchen. Lauf weiter. Scheiße, Mann. Nicht, dass uns ein Busch wieder auffällt. Pferdchen, lauf, galopp. Pferdchen. Die sind immer noch hinter mir her. Oh, nee, ey. Wie lange müssen wir noch reiten? Ja, wenn ich jetzt auf die Karte gucke, dann haben sie mich gleich wieder, ne? Kann sich hier gar nicht so schön umgucken. Okay, ich glaube, da ist das, das Gebiet hier, wo wir hin müssen. Die Stadt. Ja, okay. Und da sind die Verfolger. Toll, hätten sie wenigstens übersetzen können, oder? Aber es ist halt echt, ne? Also schön, dass ich dann auch nicht immer alles verstehe, was die dann sagen. Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Hanjo, wo sind diese? Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Mann, Alter. Sie sagten, schnappt euch diesen Oberlump. Das sind alle Toten, die auf mich standen. Toll. Ach, Mann. Vielleicht hat ja eine davon überlebt. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Heißen Wein? Glühwein. Im Sommer. Sag mir, Junge, wer bist du? Und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Skarlitz. Sie haben es niedergebrannt. Und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Diese Wilden. Ja, schon scheiße. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Jawohl. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Top-Typ, Alter. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Divisch zu sprechen? Ja, wir können hier keine Pause machen, Leute. Es tut mir leid. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Skarlitz. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Skarlitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg
scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Roberts. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihm nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Das ist wohl wahr. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du guter Mann hier. Erstmal Bart, ey. Richtig geil. Vielleicht kriegen wir auch noch neue Klamotten und sowas, ne? Schön Schnieke für die neuen Mädels oder so. Wer weiß? Girls brauchen mich. So, können wir jetzt speichern oder so? Das wäre sehr nett. So. Oh, wir kriegen hier wieder volle Leben. Oder was? Nice. So, Spiel speichern. Spiel gespeichert. Sehr schön. Das war's? Gut. Dann würde ich sagen, ich mache mal hier kurz einen Pausescreen.